Im 21. Jahrhundert eilen ICE mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde über die Gleise der Neubaustrecken. In ihnen hat die Stromlinie ihre derzeitige Vollendung erfahren. Im Windkanal nahmen die Triebköpfe ihre heutigen Formen an. Zu den damaligen Versuchsloks gehört diese Henschel-Maschine, heute im Deutschen Technikmuseum zu bewundern. Dem Wind sollte mit dieser Form weniger Angriffsfläche entgegengebracht werden. Nennen wir es Stromlinienfieber, das in den 30er Jahren um sich greift. Etliche voll verkleidete Baureihen entstehen in dieser Zeit. Zu den bekanntesten zählen die Baureihen 05, 0110 und 013. Eine davon, 05001, ist heute im Verkehrsmuseum in Nürnberg zu bewundern. Teilweise entkleidet, gibt sie Einblick in ihr hochbeiniges Fahrwerk. 2,30 Meter messen die Treibräder. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 175 Stundenkilometern angegeben. Mitte der 90er Jahre flammt das Stromlinienfieber mit 011-02 noch einmal auf. In Blau und mit Vollverkleidung geht die neue alte Lok ins Rennen. Für viele die erste Begegnung mit der Stromschale. Doch blicken wir zunächst in die Geschichte. Stromlinie ist eine Wortschöpfung aus den frühen 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Doch schon viel eher wird den Lokomotivkonstrukteuren klar, dass weniger Windwiderstand mehr Tempo bedeutet. Die ersten windschlüpfrigen Formgebungen sind im ausgehenden 19. Jahrhundert zu beobachten. Sogenannte Windschneiden am Führerhaus und Verkleidungen der Rauchkammer gelten als erste Versuche. Zu den ersten voll verkleideten Maschinen zählen die preußischen Versuchsloks Altona 561 und 562, 1904 bei Henschel und Sohn in Kassel entstanden. Bei Versuchsfahrten werden immerhin 137 km/h erreicht. Viele Konstruktionsmängel ließen die Loks allerdings schon 1920 wieder ausscheiden. Wirtschaftlichkeit und die weniger ermutigenden Versuche lassen den Tempovirus langsamer werden. 1906 haben die preußischen S6 nur ein Windschneidenführerhaus und die sächsische 12H immerhin eine Rauchkammerverkleidung. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei mageren 100 km/h. Etwas mehr gibt es 1906 in Bayern. Die formschöne S26 erreicht bei Versuchsfahrten Tempo 154. Das Einzelstück ist bis heute erhalten geblieben und steht bereits seit 1925 im Verkehrsmuseum in Nürnberg. Beeindruckend ist der große Führerstand mit den beiden Feuertüren. 1908 kommt dann die bayerische S36 auf die Gleise. Die ersten Maschinen haben noch Windschneidenführerhäuser und eine spitze Rauchkammertür. Bis 1931 werden 159 S36 in verschiedenen Varianten gebaut. Eine davon, aus dem Baujahr 1918, ist sogar noch betriebsfähig. In grüner Länderbahnfarbgebung erinnert die S36 3673 an den Höhepunkt im Länderbahnlokomotivbau. Bei der DRG erhielt sie die Nummer 18478. Mit dieser wird sie 1959 beim BW Ulm ausgemustert. Seit 1996 ist die Königin aller deutschen Dampfschnellzugloks wieder betriebsfähig und der Stolz des Bayerischen Eisenbahnmuseums in Nördlingen.
Schnelltriebwagen, der künftig auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg verkehren soll, hat seine Probefahrt glänzend bestanden. Er hat die 286 Kilometer lange Strecke in nur 2 Stunden und 21 Sekunden zurückgelegt. Der Wagen selbst wird elektrisch betrieben, der Strom aus je einem 12-Zylinder-Diesel-Maybach-Motor und einem Elektrogenerator erzeugt. Die Erfolge der neuen Schnelltriebwagen rief die Dampflokindustrie auf den Plan. Nach Versuchen an Modellen im Windkanal werden an 03154 unterschiedliche Verkleidungsvarianten getestet. Auffallend ist die parabolische Rauchkammertür. Bei Versuchsfahrten erreicht 03154 über 150 km/h. Die weiteren Ergebnisse sind erfolgversprechend. Weder gibt es eine gravierende thermische Erhöhung der Lagertemperaturen noch andere Behinderungen und Nachteile durch die Verkleidung. Die Versuchsergebnisse führen 1934-35 zur Entwicklung und zum Bau der Baureihe 05. In einem Reichsbahnfilm wird darüber berichtet. Anno dazumal, als der Großvater angetan mit Vatermörder und hohem Hut die Großmutter nahm, da hielten auch die Lokomotiven auf altväterliche Würde und rollten mit dem qualmenden Schornstein hoch hinaus. Umso kleiner waren die Räder und die Zylinder, denn in der guten alten Zeit hatte man eben noch Zeit. Hast galt als unfein und das Wort Tempo gehörte noch nicht zu Großvaters Sprachschatz. Der Mensch von heute überwindet Zeit und Raum und er besiegt jeden Widerstand. Auch den Widerstand, den die Luft dem Dahinstürmen eines Zuges entgegensetzt. Etwa ein Fünftel der Leistung ging bei Lokomotiven bisheriger Bauart nur für die Überwindung des Luftwiderstandes verloren. Deshalb entschloss man sich bei Lokomotiven für hohe Geschwindigkeit zur Stromlinienverkleidung, die hunderte von Pferdekräften spart. Die hallenartige, gewaltige Werkstatt der bekannten Borsig-Lokomotivwerke ist die Geburtsstätte der Stromlinienlokomotive 05. Wie beim üblichen Lokomotivbau werden hier zunächst die Hauptbestandteile, nämlich Kessel, Fahrgestell und Triebwerk, in ihren Einzelteilen bearbeitet und zusammengesetzt. Der Bodenring, der die Feuerbuchse und den äußeren Kessel verbindet, wird geschweißt und gefräst. Ein Kran schafft die Rohrbündel heran, die später im Kesselinnern zur Dampferzeugung und Überhitzung dienen. Der vordere Teil des Kessels, die sogenannte Rauchkammer, zeigt bereits vorn eine Abschrägung, um dadurch im Sinne der Stromlinienform zur Verringerung des Luftwiderstandes beizutragen. Die glühende Niete werden in das Innere der Rauchkammer gereicht, dort mit Winden festgespannt und schließlich von außen mit dem Presslufthammer vernietet. Nun wandert der Kessel gleich einem Giganten durch die Halle, um mit den anderen zum Zusammenbau nötigen Teilen vereinigt zu werden. Mittlerweile ist die Arbeit am Rahmen, der das Fahrgestell bildet, aufgenommen worden. Deutlich treten die beiden durch zahlreiche Ausschnitte unterbrochenen Hauptträger hervor. Am vorderen Ende sind die Zylinder angebracht, in denen der Dampf seine treibende Kraft entwickeln wird. Der geräumige Aschkasten besitzt große Luftklappen, die während der Fahrt die Luftzufuhr zur Feuerung regeln. Nun wird der Kessel auf den Aschkasten aufgesetzt.
Flinte, die von außen und innen durch die Wandungen getrieben werden, sichern die festgefügte Verbindung. Wieder packen die Hände des Krans an und setzen den Kessel auf den Rahmen. Schwielige Fäuste rollen die schweren Radsätze herbei. 2 1/3 Meter Durchmesser haben die Treibräder. Langsam geht die Lokomotive auf Achsen. Erstmals lässt sie jetzt ihre zukünftige Bestimmung erkennen. Noch aber fehlen viele Einzelheiten. Die Räder werden in Stellung gebracht, um die Treibstange anbauen zu können. Sie wird dann zunächst über den Treibzapfen gehängt und durch Bolzen mit dem Kreuzkopf verbunden. Das muss besonders vorsichtig geschehen, denn eine Beschädigung der spiegelglatten Lauffläche würde böse Folgen haben. Ein Wunderwerk von Genauigkeit greift in einem solchen fertigen Radgetriebe ineinander. Kann man das Getriebe als das Gehwerk und den Kessel als das Herz der Maschine bezeichnen, so ist der Führerstand sein Hirn, denn von hier aus regiert der Lokomotivführer mit Hilfe zahlreicher Armaturen 3000 Pferdestärken. In Gluttemperatur werden die Dampfzuleitungsrohre zu riesenschlangenähnlichen Gebilden gebogen. Sie werden in ihren Unebenheiten sorgsam ausgebeult, um dann in die Rauchkammer eingebaut zu werden. Sie leiten den Dampf aus dem Kessel zu den Zylindern. Zur Maschine gehört der Tender, denn er birgt den Stapelraum für die nötigen Wasser- und Kohlenvorräte. Die Blechwände des Wasserkastens werden zusammengeschweißt und zur Sicherung noch kräftig versteift. Der Kasten enthält 37 Kubikmeter Wasser und der Kohlenbunker 10 Tonnen Kohle. Das sind zusammen 47.000 Kilogramm. Wasserkasten und Kohlenkasten werden schließlich mit dem Rahmen und dem Räderwerk verbunden. Die erste Werksprobefahrt. Noch hat die Maschine keine Außenverkleidung, damit man das Spiel des Getriebes eingehend beobachten kann. Rund 200 Tonnen Eigengewicht gleiten langsam in ihrer ganzen Länge von 26 Metern über die Probestrecke. Die Geschwindigkeit wird erst allmählich gesteigert. Es fehlen nur noch die Bekleidungsbleche. Sie werden aus Stahlblechplatten geschnitten. Laufen durch die Walze, werden gehämmert, gebohrt und geschweißt und schließlich auf die Verkleidungsflächen der Maschine ringsum aufgelegt. Der Tag der Abnahme ist gekommen. Die fertige Stromlinienlokomotive verlässt die Fabrik. Dunkelrot, schnittig und in beispielhafter Geschlossenheit der Form
zeigt sie sich schon äußerlich als eine Besonderheit im Lokomotivbau. Das Tenderende trägt einen Faltenbalg, der die Bildung von Luftwirbeln verhindert. Noch sind die seitlichen Rollläden weit geöffnet, um einen letzten Einblick in die Triebwerksteile zu ermöglichen. Auf einen Pfiff werden sie herabgelassen. Die 05 nimmt Abschied von der Stätte ihres Werdens. Der Bahnhof und die Strecke werden ihr zukünftiges Tätigkeitsbereich. Und auf Versuchsfahrten erweist die Maschine zunächst ohne Zuglast ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Aber auch mit Zugbelastung hat die Stromlinienlokomotive 05 der Borsigwerke die vorgeschriebenen Anforderungen überschritten. Auf einer Probefahrt erreichte sie über 200 Stundenkilometer. Damit ist sie die schnellste Dampflokomotive der Welt. Nach umfangreichen Erprobungen werden die beiden 05en im Mai 1936 beim BW Hamburg-Altona beheimatet und auf der Strecke Berlin-Hamburg in Regeldienst vor schnellen FD-Zügen eingesetzt. Wir werden im Eisenbahnwesen gemacht. Zunächst zeigen wir Züge mit zwei Stockwerken, die die Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft bei Beginn des Sommers 1936 in Betrieb gesetzt hat. Dadurch ist es möglich geworden, eine große Anzahl Fahrgäste in einem kurzen und leichten Zug bequem unterzubringen. Mit 120 km Geschwindigkeit befördern die verhältnismäßig kleinen Lokomotiven die Züge zwischen Hamburg, Lübeck und Travemünde. Und das Erstaunliche ist, bei der Rückfahrt schiebt die Lokomotive den Zug mit voller Geschwindigkeit. Die Spitze des Zuges und die Lokomotive stehen hierbei durch Feuerung. 1937 wird sie bei den Lokomotivwerken in Hennigsdorf bei Berlin fertiggestellt. Hier ein Filmbericht. Eine neuartige Schnellzuglokomotive wird erprobt. Sie wird mit Kohlenstaub geheizt. Infolgedessen konnte man das Führerhaus und die Feuerbüchse vorn anbringen. Die Rauchkammer mit dem Schornstein hinten. Eine Stromlinienverkleidung überzieht die ganze Lokomotive. Das Lokomotivpersonal hat freie Aussicht auf die Strecke. Der Heizer ist durch die Kohlenstaubfeuerung wesentlich entlastet. Vom Tender her wird der Kohlenstaub durch Rohre nach vorn geleitet und gelangt dort in die Feuerung. Abmessungen und Leistungen entsprechen denen der Baureihe 05. Das Experiment 05003 scheitert. Überall Sieg der Stromlinie. Auf der Strecke Paris-Dijon machte ein Stromlinienzug seine Probefahrt. Er ähnelt der deutschen Stromlinienmaschine. Der Zug erreichte 150 Kilometer in der Stunde. Lokomotive in Stromlinienform. Sie ist für die 420 Kilometer lange Strecke Algier-Oran in Nordafrika bestimmt. Die Maschine erreicht 120 Kilometer in der Stunde. Zurück nach Deutschland. Bisher fehlt eine Stromlinienlok für den schweren Schnellzugdienst. Dafür bringt Krupp Anfang 1939 die Baureihe 06 auf die Gleise. Eine 2D2-Maschine für eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern. Die größte aller Schnellzugdampflokomotiven in Deutschland. Die Dreizylinderlok sollte 650 Tonnen schwere Züge in der Ebene noch mit Tempo 120 befördern.
Die ersten Betriebsversuche zeigen die gewünschten Ergebnisse. Der Zweite Weltkrieg lässt es bei zwei gebauten Exemplaren bleiben. Bereits 1951 werden sie ausgemustert. In die Zeit des Krieges fallen die Baureihen 0310 und 0110. Bevor die neuen Super 01en richtig schnell fahren können, ist die Zeit des Schnellverkehrs bereits vorbei. Am 1. September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Gleich 204 Stück sind von der Baureihe 0110 bestellt. Im Juli 1939 steht die erste von ihnen bei Schwarzkopf in Wildau bei Berlin zur Abnahme bereit. Der Krieg verhinderte die Massenproduktion. Nur 55 Stück entstehen bis 1940 bei namhaften Lokfabriken. Die 0110 wird in Dienst gestellt, zieht schwere Schnellzüge, ausgebremst durch den kriegsbedingten Fahrplan. Die zugelassenen 150 km/h Oft stehen Regierungssonderzüge auf den Plänen. Auch Staatsgäste kommen in den Genuss einer Stromlinie. So auch der sowjetische Außenminister Molotow bei seinem Besuch in Berlin im November 1940. Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion und Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Molotow, begab sich auf Einladung der Reichsregierung nach Berlin, um den laufenden Gedankenaustausch zwischen Russland und Deutschland durch persönliche Fühlungnahme fortzusetzen und zu vertiefen. Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop empfing den Gast auf dem Anhalter Bahnhof. Ähnlich wie der 0110 ergeht es der leichteren Schwester 0310. Von 140 bestellten Maschinen werden nur 60 gebaut. Ebenfalls voll verkleidet haben sie eine Höchstgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern. Zu den Kriegskindern gehört 191001. Sie wird 1941 von Henschel und Sohn ausgeliefert. Die Dampfmotorlok ist die letzte Stromlinienbaureihe mit einer Vollverkleidung. Die Besonderheit aber ist der Antrieb. Vier Dampf-V-Motore treiben paarweise gegenüberliegend die vier Achsen an. Eine Revolution im Dampflokantrieb. Trotz des kleinen Raddurchmessers erreicht die Lok locker Geschwindigkeiten bis 180 km/h. Der Krieg lässt aber weitere Erprobungen nicht zu. ...1943 kommt 191001 dann zum BW Hamburg-Altona. Züge nach Berlin und nach Osnabrück stehen auf den Plänen. Die außergewöhnliche Maschine bewährt sich in allen Bereichen. Trotz Kriegsschäden wird 191001 ausgewählt, als Studienobjekt in die USA zu reisen. Bei Henschel in Kassel wird sie wieder hergerichtet und Anfang 1946 verschifft. In Fort Monroe in Virginia wird die Dampfmotorlok zusammen mit anderen deutschen Loks ausgestellt. Eine geplante Rückführung kommt nicht zustande. 1952 wird 191001 verschrottet. ...1945 liegt Deutschland in Schutt und Asche. Über 50% der Bahnanlagen sind zerstört oder schwer beschädigt. Nicht besser ergeht es den stolzen Stromlinienloks. Mit unvollständiger Verkleidung gehen sie langsam wieder in Betrieb. Langsam sind auch die Züge. Vom Schnellzugbetrieb ist man noch weit entfernt. Bis Anfang der 50er Jahre sind bei allen Maschinen die Verkleidungen entfernt. Aus der Stromlinie ist eine normale Lokomotive geworden. Nur der Vorwärmer über der Rauchkammer erinnert jetzt noch an den Ursprung. 54 0110 Lokomotiven können nach dem Krieg bei der jungen Bundesbahn gezählt werden. Mit neuem Kessel bleiben sie bis in die 70er Jahre in Betrieb.
Ähnlich wird im Nachkriegsdeutschland mit der Baureihe 013 verfahren. Nur hier wird der Bestand geteilt, 26 bei der Bundesbahn und 19 bei der Reichsbahn. Fünfzehn Maschinen müssen als Kriegsverlust oder Beutelok abgeschrieben werden. Allein 9 kommen zur PKP in Polen und werden dort als PM3 bezeichnet. Im Gegensatz zu ihren deutschen Schwestern bleiben sie aber bis zur Abstellung verkleidet. Eine von ihnen ist in einem Eisenbahnmuseum in Warschau erhalten geblieben. Es ist die ehemalige 013-15. Zwar ohne Triebwerksverkleidung, aber heute die letzte originale Stromlinienlok überhaupt. Die 3 Lokomotiven der Baureihe 05 nehmen nach dem Krieg entstromt als normale Lokomotiven den Betrieb wieder auf. Aber nicht lange. Schon 1960 werden 05, 002 und 003 verschrottet. Übrig bleibt die 001, die im Ausbesserungswerk Weiden fürs Museum einen Teil ihrer Verkleidung zurückbekommt. Seit 1963 steht sie nun schon im DB-Museum. Ein alter Film hat die Fahrt ins Museum begleitet. Ein Blick in die Geschichte der Geschwindigkeitsrekorde gelingt uns in Nürnberg, in einem Bahnbetriebswerk. Mit einer koketten Drehung vor der Kamera erinnert diese elegante Dampflok, eine der 3 berühmten Maschinen aus der Baureihe 05, an ihren stolzen Weltrekord aus dem Jahre 1936. Mit 200,4 Kilometer pro Stunde durchfuhr sie den Schienenweg Hamburg-Berlin. Jene Strecke, auf der der fliegende Hamburger den Anbruch eines neuen Eisenbahnzeitalters ankündigte. Bis heute hat keine andere Dampflokomotive diese Geschwindigkeit noch einmal erreichen können. Aufs Gründlichste überholt und mit einem frischen Make-up versehen, tritt die Weltrekordlerin nun ihre Fahrt ins Nürnberger Verkehrsmuseum an. Halb von ihrer Stromlinienverkleidung enthüllt, gestattet sie uns einen Blick auf ihr langbeiniges Laufwerk. Das Zeitalter der Dampflokomotive hatte mit dieser Weltrekordlok ihren Höhepunkt erreicht. Der Lokführer und der Heizer der Rekordfahrt von 1936 assistierten ihrer 05 beim Einzug ins Museum und damit in die Unsterblichkeit. Eine Sonderausstellung zum 175. Geburtstag der Eisenbahn in Deutschland zeigt 05001 in einem anderen Licht. Daneben steht 10001, die letzte Schnellzugdampflok der Bundesbahn. 2 von ihnen wurden 1957 bei Krupp in Essen gebaut. Sie ist leicht stromlinienverkleidet, mit großer Schürze und spitzer Rauchkammer. Seit Mai 1957 ist auf den Strecken der Deutschen Bundesbahn eine neue Dampflokomotivtype zu sehen, die Heißdampf-Dreizylinder-Schnellzuglokomotive der Baureihe 10. Sie wurde eingehend auf ihre Leistung und Wirtschaftlichkeit vom Versuchsamt für Lokomotiven geprüft. Eine der beiden Probelokomotiven besitzt Zusatzfeuerung und die zweite reine Ölfeuerung. Sie erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km in der Stunde.
Die tägliche Laufleistung der Dampflokomotiven ist seit 1936 um 30% gesteigert worden. Denn sie legen bei Tagesstrecken von 700 Kilometern Frankfurt-Hamburg im Monat bis zu 28.000 Kilometer zurück. Wenn auch die Vorteile der Elektrifizierung und des Dieselbetriebs eine Strukturwandlung des Zugförderungsdienstes mit sich bringen, so bilden die Dampflokomotiven auch in den nächsten Jahren noch das Rückgrat der Deutschen Bundesbahn. Die stolzen Maschinen kommen zu spät. Die Zukunft gehört den E-Loks und Dieseloks. Bereits 1968 werden die 10er ausgemustert. Die 001 kommt ins Museum in Neuenmarkt-Wirsberg und 002 wird verschrottet. Blättern wir noch einmal zurück. 1939 stellt Henschel 61002 auf die Gleise. Eine Verstärkung für den Henschel-Wegmann-Zug. Gegenüber der Schwestermaschine hat sie ein Dreizylinder-Triebwerk und größere Vorräte. Die Ablieferung der Maschine erfolgt im Spätsommer 1939. Zu spät für den Einsatz vor dem Henschel-Wegmann-Zug. Der Schnellverkehr Berlin-Dresden wird mit Kriegsbeginn eingestellt. 61002 zieht im Dresdner Raum normale Schnellzüge. Nach dem Krieg verbleibt 61001 im Westen und wird 1952 ausgemustert. Besser ergeht es der 002, die bei der Nachkriegsreichsbahn weiter im Schnellverkehr unterwegs ist. Schließlich landet sie bei der Versuchsanstalt in Halle an der Saale und wird 1960-61 zur Basis für die Schnellfahrlok 18201. Sie spendet ihr gesamtes Triebwerk bis zur dritten Kuppelachse. Das hintere Rahmenteil wurde an dieser Stelle angeschuht. Er stammt mit der Schleppachse und den Außenzylindern von der Hochdrucklokomotive H45024. Charakteristisch für die Schnellfahrlok sind die 2,30 Meter hohen Treibräder. Ebenfalls von 61002 stammt das vordere Drehgestell. Die 18201 macht im Mai 1961 ihre ersten Gehversuche. Sie wird für 180 km/h zugelassen und dient lange Zeit zur Erprobung neuer Schnellzugwagen. Damals konnte kein Reichsbahntriebfahrzeug schneller als 160 km/h fahren. Auch 18201 hat eine leichte Stromlinienverkleidung. Ostern 1994 ist sie auf der Berliner Stadtbahn unterwegs. Die 18201 ist heute eine betriebsfähige Museumslok und immer noch für Tempo 180 zugelassen. In Meiningen hat sie einem Sonderzug vorgespannt.
01-1102 als Denkmalslok in Bebra. Seit 1973 stand hier an der nördlichen Bahnhofsausfahrt die stolze 0110. Über 4 Millionen Kilometer hat sie auf dem Buckel bzw. auf dem Kessel. Eine der höchsten 0110-Laufleistungen überhaupt. Nur ein gutes Jahr später sieht 01-1102 dann so aus, mit vollständiger Stromlinienverkleidung. Der Anblick verleiht Wehmut. In dieser Form hat es eine betriebsfähige Stromlinienlok seit über 50 Jahren nicht mehr gegeben. Die ersten Probefahrten sind vielversprechend. Locker wird die Marke von 160 km/h überschritten. Auf dem Weg von Arnstadt nach Oberhof strebt die Lok bei Siegelbach Gräfenroda entgegen. Beim Wiederaufbau der Stromlinienverkleidung gibt es viele Hindernisse. Zu den großen gehört der DB-Hochleistungskessel, der etwas dicker ist als der Ursprungskessel. Möglichst historisch und originalgetreu sollte er unter der Verkleidung verschwinden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Einfahrt in Gräfenroda. Zur besseren Wartung hat man sich für eine ausgeschnittene Triebwerksverkleidung entschieden. Diese wurde ab 1941 bei etlichen Maschinen nachträglich vorgenommen. Nach kurzem Halt muss 01-1102 jetzt ab Gräfenroda in die Steigung beschleunigen. Der leider inzwischen verstorbene Meininger Abnahmelokführer Werner Reichert steht am Regler. Mit über 200 Tonnen am Haken meistert die neue Stromlinienlok die Steigung vor Oberhof. Auch das ist anders als in der Ursprungsstromlinie. Die Lok hat die bei der DB eingebaute Ölhauptfeuerung behalten.
Bis zum 1. März 1996 wird die neue alte Stromlinienlok fertiggestellt. Als Farbgebung wird Stahlblau gewählt. Der ungewöhnliche Lack soll das Besondere der Lok unterstreichen. Der geplanten Zulassung für 150 km/h konnte trotz erfolgreicher Schnellfahrversuche das Eisenbahnbundesamt nicht zustimmen. Warum auch immer. Gleich nach ihrer Indienststellung geht 011102 auf Deutschlandtournee. Hier bei einer Fahrt von Berlin über Cottbus nach Görlitz. Ausfahrt in Lübben. Lokführer Dieter Eisenträger hat seine Stromlinie im Griff. Doch leider gibt es im ersten Betriebsjahr viele Störungen. Zu den gravierendsten gehören mehrmalige Überhitzungen des mittleren Triebwerks wegen zu hohen Dampftemperaturen und mangelnder Luftzufuhr. Erst das Zurückschneiden der Überhitzerelemente und zusätzliche Lüftungsschlitze bringen Abhilfe. Durchfahrt in Horka. Nach mehreren außerplanmäßigen Werkstattaufenthalten läuft 011102 dann fast störungsfrei. Doch die Erwärmung der Mitte bleibt weiter ein Problem. Ein Problem, das es schon vor über 50 Jahren gab, wie Untersuchungsberichte vom Versuchsamt Berlin-Grunewald belegen. Köln Hauptbahnhof. Wann hat hier wohl das letzte Mal eine stromlinienverkleidete 0110 gestanden? Nun ist es 011102, die daran eindrucksvoll erinnert.
Der Zug ist Richtung Koblenz unterwegs. Bevor wir die rechte Rheinstrecke erreichen, müssen wir zunächst nach Troisdorf und Bonn. Stromlinienverkleidete Dampfloks haben viele nur auf alten Bildern gesehen. Umso mehr ist jeder von der Ästhetik in Natura angetan. Wieder hat 011/02 einen langen Sonderzug am Haken. Doch mit ihren 2500 PS Leistung hat die verkleidete 0110 damit kein Problem. Wenig angestrengt dampft sie über die Gleise entlang der rechten Rheinstrecke. In einer alten Szene hatten wir eine ähnliche Einstellung heute schon mal, nur dass über 50 Jahre dazwischen liegen. Der Wiederaufbau einer Stromlinienlok ist für den Museumspark in Deutschland mehr als eine Bereicherung gewesen. Doch leider ist 011/02 seit mehreren Jahren nicht mehr betriebsfähig.
Bilder und Szenen der vielen Sonderfahrten müssen vorerst erinnern. Doch die Hoffnung auf eine baldige Wiederinbetriebnahme bleibt. Nur kurz ist die Geschichte der voll verkleideten Maschinen. Der Zweite Weltkrieg beendete abrupt das Stromlinienfieber. Geblieben sind uns leider nur wenige Museumslokomotiven.